Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Da muss der super schlaue Herr doch direkt mal überlegen, was spielen wir denn hier eigentlich gerade? Das ist schon eine schwierige Frage und ich frage mich auch, was wir heute machen. Ich überlege, ob wir so ein kleines Abenteuerchen starten und mal in die Netherwelt gehen und uns so ein paar Lämpchen kaufen, denn irgendwie wird das langsam mal echt Zeit. Ich meine, wir sind hier in Minecraft und nicht im Pinewood Drive, das heißt, wir machen hier schon produktive Dinge. So halbwegs sieht man hier daran, dass ich so eine Tür nehme und die mehrmals dann hier unten wieder hinlege. Aber ist alles irgendwie in Ordnung. Vielleicht sollten wir mal in die Höhle reinspringen, natürlich mit einem neuen Schwert. Dann nehmen wir mal gerade zwei Diamanten mit, ein bisschen Holz, damit wir das umcraften können. Haben wir auch irgendwo einen Tisch? Was zu essen wäre auch gar nicht mal so übel. Habe ich irgendwie was zu futtern mit dabei? Nee, natürlich nicht. Das ist ganz toll. Habe ich hier was zu futtern drin gelassen? Hallo? Hier ist nichts zu futtern. Das ist doch scheiße, wo sind wir denn hier? Vielleicht, My Let's Play Pinewood Drive. Nein, Moment, das ist Minecraft. Das ist nicht Let's Play Pinewood Drive. Ich finde nichts zu essen. Was für ein Scheiß. Wir sind hier nicht bei Let's Play Pinewood Drive, sondern bei Minecraft, und da craften wir die ganze Zeit Zeugs und reißen es dann wieder ab, sodass wir die 15 Minuten dann wieder voll haben. Ben, weiß ich nicht. Das läuft ja fast wie am Schnürchen, wenn ich das jetzt noch vernünftig gesagt hätte. Wo hab ich mein Essen hinget... Nein, ich dachte, das wäre hier drin gewesen. Hatte ich nicht voll viel Korn? Wo ist denn mein ganzes Korn hin? Das ist doch... Hallo? Wo ist mein Korn? Dieses Geräusch ist abnormal laut am Ende. Und jetzt kommt er so oft. Das tut mir so leid. Diese Musik, Alter. Das ist nicht Let's Play Pinewood Drive, sondern Minecraft. Das ist Minecraft. Alter, ansonsten, ich klinge immer so behindert, wenn ich im Let's Play singe. Ne? Das kann gar nicht sein. Das ist physikalisch eigentlich nicht möglich. Haben wir... Oh nein, da habe ich den getan. Der Depp weiß nicht mehr, wo der seine Scheiße überhaupt hinpackt. Ich nehme einfach mal die hier mit. Schaden kann es ja nicht. So, jetzt brauchen wir nur noch unser neues Schwertchen craften und vielleicht ein paar Fackeln mitnehmen. Die Musik dröhnt mir so laut in die Ohren, dass ich jetzt schon Pfeile dafür verwenden wollte, um hier Sachen zu craften. Boah, hör mir auf. So, pass auf. Dann, nee, das war irgendwie falsch. Mit zwei Schöcken, das ist aber, das wird ein Langschwert. Ne? Das ist eine ganz tolle Sache. Was brauchen wir denn noch? Obsidian für... Komm, sag an, für einen Verzauberungstisch. Ich meine, 46 Level ist schon recht wenig. Muss ich mit dazu sagen, das ist schon echt richtig wenig. Wann hört denn diese Musik endlich mal auf, Alter? Das ist nicht Let's Play Pinewood Drive. Das ist nicht Let's Play Pinewood Drive, sondern ein anderer Scheiß. Und man hört, dass ich schon wieder heiser bin. Also halt am besten deine Fresse, denn dann macht dich nachher keine Sau aus. Oh mein Gott, es hört endlich, es hört auf. Verpiss dich oder ich geb dir eine drauf. Ja, ganz genau dir. Wo ist mein Bogen? Wo ist überhaupt... Was? Wo? Soll ich nochmal zurückrennen, mir einen Bogen holen? Ach Quatsch, Alter, wir rennen ja jetzt rein, zeigen denen die Nüsse und holen uns da Zeugs raus. Ob wir denen unbedingt die Nüsse zeigen müssen, das weiß ich nicht. Boah, es ist hier richtig hell, ne? Also wenn ihr nichts sehen könnt, kann mindestens genauso viel sehen. Und mir ist gerade was Schickes aufgefallen. Ich habe ja keine Fackel. Aber wir haben den netten kleinen Mod installiert, dass unsere Fackeln jetzt leuchten, während wir uns bewegen. Wäre natürlich schön, wenn wir dann auch noch einen Glowstone hätten oder sowas. Kann ich sprinten? Ja, so ein bisschen, ne? Weil ich verfutter hier unsere schönen Karotten, die wir später anpflanzen wollten, wo wir immer noch nicht wissen, wo wir das tun, wann wir das tun, wie wir das tun. Ging es hier weiter? Ich sollte irgendwie mal die Wege markieren. Wenn das hier nämlich nicht weitergeht. Oh, das scheint hier... Oh, oh! Oh mein Gott, ist das tief! Ist hier irgendwie was Spezielles? Ja, hier ist was sehr Spezielles, nämlich gar nichts. Habe ich das... Bin ich da nicht mal auf die Idee gekommen, das zu markieren oder sowas? Ich nehme mal hier die Fackeln mit, ne? Komm her, du Sau! Sonst hau ich dir in die Fresse. So, da ist auch nichts. Dann nehme ich die mal mit. Wahrscheinlich, damit ich hier lang gegraben tue, aber das tue ich nicht. In Diamanten gibt es meines Wissens nur ganz weit unten. Das habe ich jetzt auch neu gelernt. In einem Minecraft-Forum gelesen. Ja, hör mal, der Junge lernt. Oh Gott.
Das kann er doch nicht tun. So, pass auf. Ich mach das Ding jetzt erstmal zu, damit ich da nicht nochmal reinpurzel. Denn da unten ist nicht wirklich was drin. Bis auf jetzt ist es eine Monsterfalle. Geht's hier weiter? Ich hätte mir mal einen Weg markieren sollen. Geht's auch nicht weiter. Okay, dann her mit der Fackel. Sonst kacke ich so voll ins Gesicht. Genau da kacke ich ihm rein. Pass auf, du. Das riecht dann richtig nach dem, was ich gerade gemacht habe, ne? Nach Gröbse oder weiß ich nicht. Je nachdem, was man gegessen hat, riecht es ja natürlich unterschiedlich. Ich sollte vielleicht mal die Fresse halten. So, du kommst auch mit, denn ich brauche gerade Fackeln. Schon 10 Stück gibt's ja gar nicht. Dann mauern wir das hier gerade mal zu, denn hier müssen wir nicht wirklich nochmal rein, oder? Doch, ich will, dass du da nochmal reingehst, sonst abonniere ich dich. Das ist, ja, das ist ganz legitim. So, ich mach mal den hier, verschwende ich... Oh, dann verschwendet der Herr keine Steine. Dann macht er ja einen richtigen Gewinn mit. Das gibt's ja gar nicht. Pass nur auf. Achso, hier erinnere ich mich dran. Oh. Oh. Hallo. Okay. 3 Samen. Samen in der Kiste sind immer was ganz Tolles. Ne, auch nichts Perverses. Ich humpel mal hier runter. Das ist die Disco-Treppe. Pass nur auf. Let's get the party started. Wo bin ich denn hier? Alter, was habe ich denn hier gemacht? Hier geht's wieder hoch. Okay. Ja, ist... Ah, ich erinnere mich, hör mal. Quatsch, keine Sachen. So muss ich hier langlaufen, um hier hinzukommen? Ich wollte gerade sagen, wie soll ich das noch nie wieder finden? So schwer ist das eigentlich nicht. Oh. Oh. Also, dann tauschen wir die doch mal und nehmen uns die mal hier mit. Wow, da passt ja direkt die Happy Funtime-Musik hier. Auch wenn ich mich frage, warum die ganze Zeit nur Pokémon kommt, aber ich meine, Pokémon ist irgendwie cool. Ich sollte mit dieser Stimmlage aufhören. Die hat sich irgendwann mal im Laufe der Jahre entwickelt. Und zwar, als ich eine ganze kurze Zeit mal wieder German Let's Play geguckt habe. Eigentlich habe ich ihn nie wirklich geguckt, aber das sagt jeder YouTuber, ne? Also diese Standard... Gefasel. Ich hasse Gefasel. Da kommen mal solche Geräusche. Wir müssen auch nicht lange suchen, um... Ach du Scheiße. Wie sieht das denn aus? Das ist ja, jetzt wird mal ein paar Gestörten dabei zugucken, wie die probieren, Türknopf zu ficken. Ja, genau so sieht das aus. Du dämliche Lava. So, würdest du vielleicht gerade kurz aufhören hier runter? Obwohl, eigentlich ist das gar keine schlechte Idee. Dann läuft das Wasser doch direkt hier runter. Ich guck gerade erstmal so, keine Lava. Das ist ganz toll. Wie lange braucht das? Nicht so lange. Okay, dann hätte ich mir jetzt vielleicht was zum Reden ausdenken müssen. So, vorsichtig. Dass ich auch nicht runterfalle. Alter, ich finde, das braucht viel zu lange. Kann man da nicht irgendwie was machen? Wie viel Obsidian braucht man denn für einen Tischlein? Ich würde sagen, wir holen uns einfach mal ein bisschen was. Ich habe schon wieder die Zeit vergessen, wann ich angefangen habe. Tja, dann wird das wieder eine, weiß ich nicht, so wie früher. Da habe ich ja immer eine ganze Stunde lang aufgenommen und da haben sich die Leute drüber beschwert. Ja. Aber eine ganze Stunde habe ich keine Zeit für. Ist das so? Zum Beispiel diese Stimmlage gerade. Timlage wollte ich sagen. Was ist eine Timlage? Ich weiß es nicht. Vielleicht die Position, die ein Kumpel von mir, der Tim heißt, immer einnimmt, wenn, weiß ich nicht. Wenn das Spiel, was man zockt, zu spannend ist, dann pennt er nämlich immer ein. Das könnte man die Tim-Lage nennen. Soll da aufpassen. Ich meine, ich habe gerade Zeugs gehört. Wenn jetzt hier so ein Mr. Boom Boom wieder ankommt, so wie in den ersten Folgen, das ist ja ganz toll. Oh, so ein schicker Turbo. Verpiss dich! Schön gibt's nichts zum Vergammeln! Und da haut er gleich ab, da hat er Respekt. Würdet ihr bitte alle einfach mal gehen? Ihr macht mich so ein bisschen nervös. Wie haben wir denn? 5. Wow. Ist ja richtig viel. Ein bisschen holen wir uns noch. Ich würde mal sagen, was ich, mindestens 15. Sagen wir mal 20. Ich glaube, 20 ist ein guter Punkt. Das soll auf jeden Fall für ein Portal reichen. Das für ein Portal und für einen Verzauberungstisch? Ich weiß nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt wirklich eine Ewigkeit gebraucht, um hier runterzukommen. Das stimmt schon. Das muss man ja auch mal mit dazu sagen. So, ich kopsel das gerade mal hier ab, ne, damit ich hier so ein bisschen weitermachen kann. Alter, das warst nur du. Ich dachte, was ist das für ein schwarzes Kackvieh? Du schwarzes Kackvieh! Ich krieg das noch. Ich hätte meinen Bogen mitnehmen sollen. Dann hätte ich ihn jetzt gekriegt. Sei froh, und ich würde dich jetzt angucken und hier so mit der Maus rumwackeln. Aber dann würde ich den Bau hier abbrechen und das wäre irgendwie doof. Wo war ich? Bei der Stimme. Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, eine kurze Zeit German Let's Play zu gucken. Und dann hat sich meine... spezielle Stimme, meine etwas höhere kindliche Stimme, irgendwie ein wenig verändert in das German Let's Play ähnliche. Mir wurde auch schon mal gesagt, dass ich das nicht kann. Das hat auch einen bestimmten Grund, meine Liebe. Denn eigentlich probiere ich nicht, den lieben Herrn German Let's Play nachzumachen. Das heißt, es ist eine seltsame Mischung aus German Let's Play und nicht German Let's Play. Also, natürlich, es kann ja nur in die Hose gehen.
Ich meine, probier mal irgendwie eine Stimme zu machen. Du kommst auf diese Tonlage, aber willst trotzdem nicht den Herrn nachmachen. Aber trotzdem hast du dir so ein bisschen was angewöhnt von dem, was du halt in den Videos gesehen hast. Es ist einfach, das geht auch an einem Let's Player nicht vorbei, das sage ich auch öfters. Das habe ich sehr oft gesagt. Das könnte der Grund daran sein, dass ich das nicht kann, denn diese Stimme braucht nicht gerade jemanden, der 50 Jahre lang die Kunst des Sprechens studiert hat. Das braucht nur jemanden, der eine leicht behinderte kindliche Stimme drauf haben kann. Und so als fast komplett ausgebildeter Sprecher, ne, ist das, sollte das irgendwie machbar sein, diese Stimmlage nachzumachen. Aber das will ich ja gar nicht, das ist ja gar nicht mein Ziel. Junge, schon wieder Pokémon! Was soll denn der Rotz? Das ist ja, genau, so wie ich es halt eben gesagt habe, das ist ja, als würde man ein paar Gestörten dabei zugucken, wie die probieren, Türknopf zu poppen. Das ist ja voll eklig. Wo kommt das nochmal her? Aus irgendeinem Film kam das. Oh, voll auf die Nüsse. So hieß der Film. Schleichwerbung. Dafür kriege ich voll viel Geld. Würdest du aufhören, neben mir rumzuzirpen? Ich kriege hier schon Komplexe. Komplexe kriege ich hier. Hier, siehst du, das ist auch so ein Stückchen davon. Helf mir doch mal, mir das abzugewöhnen. Ich weiß nur nicht, wie ihr mir dabei helfen könnt, das abzugewöhnen. Ich probiere das schon selber wieder, aber... Und könnt ihr auch wieder öfters den... Ah! Warum gucke ich weg? Den Herr Udo Lindenberg machen. Den Herr Udo Lindenberg live hier vom MTV Unplugged-Konzert. Der... Hi, ich bin Ron. Okay, ich halte jetzt die Fresse. Das ist diese Synchronsprecherkünste. Ich meine, Synchronsprecherkünste habt ihr noch gar nicht gesehen. Die sind sensationell, sag ich euch. So sensationell, wie ich das gerade geschafft habe, von dem fast abgebauten Obsidian-Block einfach wegzugucken und dann hier verzweifelt rumzuschreien. Vor allen Dingen, das bringt mir auch so viel, hier verzweifelt rumzubrüllen, ne? Bist du jetzt endlich weg? Ich danke dir. Diese beruhigende Musik aus Pokémon Kolosseum, wo es darum geht, die Herzen der verschlossenen Pokémon, die von der, weiß ich nicht, von der, Kryptofirma oder wie war das? Ich weiß es nicht. Nicht Team Magma und Team Aqua, das war was anderes. Und kam aus einem anderen Teil. Auf jeden Fall, irgendwelche Bösewichte haben die Herz der Pokémon verschlossen und du musst sie befreien. Und die Musik kommt an dem Ort, wo du das tun kannst. Da ist so ein heiliger Schrein mit so einem behinderten Celebi, was ich nie gekriegt habe, was ich auch nie haben wollte. Weißt du, ich war damals nicht so irgendwie unter dem Motto wie beim ersten Pokémon-Song. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Genau, das passt dazu. Tim, Tim, kann's allein, schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Und ich hab aufgehört zu bauen. So tief komme ich nicht. So tief komme ich nicht. Und das finde ich blöd. Das finde ich ein kleines bisschen blöd. Du verpiss dich jetzt bitte, sonst hau ich dir aufs Maul! So, bäm, da guckst du blöd, hä? So blöd, das kleine Scheißvieh. Entschuldigung, dass ich Scheiße gesagt habe, aber das gehört so mit zum Geschäft, Scheiße. Da, schon wieder! Das gibt's doch gar nicht. Den Typen sollte man bannen! Aus YouTube, der sagt Scheiße! Schon wieder! Jetzt aus völliger Absicht. Ich hab zwar schon 20, aber komm, gehen wir nur auf 30 Euro, dann reicht es. 1000%ig. Oder sagen wir mal 80%ig. So ganz sicher bin ich mir nicht. Junge, desto mehr ich abbaue, desto weniger sollte ich eigentlich, weiß nicht, Angst davor haben, dass ich zu wenig abbaue. Ist auch gut, dass ich mir den Weg nicht gemerkt habe, wie ich wieder zurückkomme, aber ist ja alles irgendwie gut. Zum Thema zurück. Ich war nie so unter dem Motto, weiß ich nicht, schnapp sie dir alle. Dann ging mir immer am Arsch vorbei. Ich wollte nur die haben, die ich haben wollte. Und heutzutage sind das sehr komische. Ich weiß nicht, wer sich mit Pokémon auskennt. Warum rede ich jetzt über Pokémon? Wir philosophieren über Pokémon. Kannst die Folge auch benennen. Philosophie, Doppelpunkt, Pokémon. Auf jeden Fall. Das ist schon eine Philosophie für mich. Ich soll da aufhören, meine Nase hochzuziehen. Aber was willst du dagegen tun? Es geht nicht. Meine Nase läuft immer, wenn ich zu viel rede. Und in meinen Let's Plays rede ich immer sehr viel. Ob es nun sinnvoll ist, ob es so lustig ist, ob es nun scheiße ist. Boah, da hat schon wieder Scheiße gesagt. Es hat mit viel Reden zu tun. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich habe schon wieder das Thema gewechselt, weil ich immer durch den Mund Luft hole. Wenn du so viel redest, schaffst du es doch nicht mal mit der Nase Luft zu holen. Und deswegen, wenn du da Luft holst, weiß es nicht. Das heißt aber trotzdem irgendwie, wenn du die ganze Zeit durch den Mund Luft holst, heißt es doch nicht automatisch, dass deine Nase deswegen läuft. Ich habe keine Ahnung. Sag mal einfach, ich habe mir vor der Aufnahme da Pfeffer reingestreut. So, 30 reichen, das Bett hier ist weg. Da würde ich einfach mal sagen, das sollte so reichen.
Ich glaube, das Schicksal will uns damit was mitteilen. Und zwar, dass das reicht. Wäre so eine Idee, ne? So, geht's hier nach oben? Alter, die Musik ist ja knallhart, Alter! Oh, da schlägt wieder was zu. Und zwar das Bier. Ich habe nämlich eine schicke Idee. Alter, schon wieder Pokémon! Ist ja gut jetzt! Alter! Warum kommt denn die ganze Zeit Pokémon? Ich weiß es nicht. Warum kommt die ganze Zeit Pokémon? Hör jetzt auf, sonst hau ich dir ins Gesicht. Und zwar dir hau ich dann auch voll in die Fresse. Oh mein Gott! Er ist explodiert. Aber ich habe es überlebt. Ich sollte jetzt meine Fresse halten, denn ich finde nicht mal die richtige Tonlage zum Singen, denn ich bin so behindert und ich bin leider keine Frau, das heißt in meinem Let's Play. Oh, Alter, so komm, hoch komme ich nicht, das ist, nee, das, es tut mir leid, ich bin zwar super gut, aber das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, der Playstation 1 könnte das, der ist da bestimmt noch ein bisschen besser drin. Ganz sicher, zusammen könnten wir das ganz bestimmt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber auf jeden Fall. Die Musik ist so laut, wie soll man denn da klar denken? Das ist ja völlig crank, Alter. Soll ich das hier lassen? Das sieht bald aus wie ein Schlachtfeld. Nein, die Kohle lasse ich absichtlich hier. Und zwar, wenn ich eine Verzauberung. Genau, wenn ich die habe. Dann werde ich Zeug machen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lange ich aufnehme. Das ist auf jeden Fall deutlich länger als 15 Minuten. Ich glaube, ich mache diesmal keine Verabschiedung. Das habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt.